Joaquin Guzmán, genannt El Chapo, kurz nach seiner Festnahme im Februar 2014. Mexikos bekanntester Drogenboss wurde scharf bewacht. Schließlich war ihm 2001 die Flucht aus dem Gefängnis gelungen. Und genau das ist nun erneut passiert. Offenbar durch einen 1,5 Kilometer langen Tunnel ist Guzmán aus dem Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses in Altiplano in Mexiko-Stadt entkommen. Der Alarm wurde ausgelöst, woraufhin die Zelle durchsucht wurde. Dort fand man den Eingang eines Tunnels. Ein 50 x 50 cm großes rechteckiges Loch, 1,5 Meter tief, in der Dusche. Dieser Gang war mit einem vertikalen Rohr verbunden, das 10 Meter in die Tiefe ging und mit einer Leiter ausgestattet war. Der Zugang zu einem Tunnel, der ca. 1,70 Meter hoch und 70 bis 80 cm breit ist. Sicherheitskräfte durchsuchen Autos in der Nähe der Haftanstalt. Angeblich gibt es eine heiße Spur. Wie es gelingen konnte, den Fluchttunnel zu graben, ist allerdings noch nicht geklärt. Guzmán war der Anführer des Sinaloa-Kartells, eines der mächtigsten Drogenkartelle in Mexiko. Seine Flucht ist extrem peinlich für Mexikos Staatspräsident Enrique Peña Nieto, der versprochen hatte, den Drogenkrieg zu beenden.